Wir mussten jeden Tag schwer arbeiten. Aber in den letzten Wochen mussten wir Magazine für ein Schnellfeuergewehr entgraten. Das heißt, also die sind zusammengeschweißt worden und da mussten wir eben, und das ist eine stumpfsinnige Arbeit, ja. Und mein Freund Jochen Bock hatte diese Arbeit auch zugeteilt bekommen. Und da habe ich mich an einen der Gefängniswärter gewandt. Es wäre schöner und produktiver, wenn ich in seiner Zelle prüfen könnte, ob seine Arbeit gut ist. Und das hat er nicht nur geglaubt, sondern das hat er sicher gewusst, ja. Ich habe aber eben natürlich die Zeit genutzt, wir waren dann allein in der Zelle, dass wir uns nochmal abstimmen konnten, wie wir was sagen. Und das hat uns allen, denke ich, geholfen. Und dann war es so, dass unser Verfahren ist ja vom Amtsgericht Erfurt abgelehnt worden. Und dann ging unsere Sache nach dort und nach dort. Und schließlich landeten wir vor dem Oberlandesgericht in Kassel. Und das ist aber seinerzeit dann wohl verlegt worden wegen der Bombenangriffe nach Marburg. Und der Kammergerichtsrat, der unsere Sache dann zu verhandeln hatte, und das rechne ich ihm hoch an und sage aus diesem Grunde, nicht alle Richter waren Nazis. Sicherlich ist er einer gewesen, aber uns jedenfalls hat er mehr als nobel behandelt. Er hat sich 2 Tage vorher Zeit genommen, jeden Einzelnen von uns mindestens 3 Stunden lang zu befragen. Und dann lief eben die ganze Geschichte so, dass die Untersuchungshaft 8,5 Monate uns angerechnet werden sollte. Das heißt, bei mir war es nicht ganz, ich sollte dann ein Jahr, aber das habe ich jetzt erst durch Gerd Bergmann erfahren, das habe ich damals gar nicht richtig zur Kenntnis genommen. Jedenfalls sind 3 von uns 5 mit dem Verhandlungstag freigekommen. Der vierte ein paar Monate später und Jochen Bock eben musste bis zum Schluss. Ist Ende April 1945 von den Amis befreit worden.